Join Together ICE 4 Fahrt mit Zwischenfall. Guten Tag, Kollege. Du übernimmst heute einen ICE von Lüneburg nach Hannover Hauptbahnhof. Halte dabei in Uelzen und Celle. Fahre ab, nachdem die Passagiere hier in Lüneburg eingestiegen sind. Bitte beende die Aufgabe, auch wenn du Verspätung hast. Die Aufgabe wird durch ein Skript als erfolgreiche abgeschlossen gewertet. Fahre nach Hannover Hauptbahnhof und halte an den angegebenen Stationen ca. 50 Minuten mittelschwer. Und damit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von Train Simulator 2022. Der Danny spielt das. Wir werden heute einen ICE 4 fahren von Lüneburg nach Hannover und es wird uns wahrscheinlich ein Zwischenfall auf dem Weg dorthin ereilen. Welcher, das weiß ich noch nicht und ich bin gespannt drauf. Ich werde jetzt mit euch zusammen dieses Szenario starten und werden als erstes mal den Fahrtrichtungswender nach vorne verlegen, die Türen öffnen. Dann werden wir die Scheibenwischer anmachen. Wir werden das machen. Das werden wir soweit lassen. So, werden die AFB einschalten. Werden die SIFA einschalten. Werden die PZB einschalten. Und die LZB. Und dann werden wir auch soweit schon abfahrbereit. Das heißt, lösen die Bremsen. AFB machen wir mal erstmal auf 40. So. Und dann würde ich sagen, haben wir Ausfahrt. Gelbes Vorsignal. Das heißt, wir werden als erstes mal quittieren müssen. Genau. Das war ja noch. So, jetzt aber. Ach, ich Trottel. So, jetzt aber. Auf geht's! Zugbeeinflussung. So, befreien dürfen wir uns auch. Wunderbar. Das heißt, wir werden hier gleich mal ein wenig aufschalten und währenddessen natürlich die SIFA drücken. So. Das ist unser Zug. Ein ICE 4. So, und dürfen wir jetzt auch gleich schon auf 160 beschleunigen. Fahren über Uelzen, Celle und Hannover Hauptbahnhof. Ist dann unsere Endstation. So. Wenn ich jetzt noch wüsste, wo hier die Scheibenwischer ein- und ausgehen, dann wäre mir schon sehr geholfen, weil Mikrofon. Meine Damen und Herren, ich möchte Sie recht herzlich im ICE der Deutschen Bahn auf seiner Fahrt nach Hannover Hauptbahnhof begrüßen. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Reise. Unser nächster Halt ist Uelzen. Über Ihre Anschlussmöglichkeiten informiere ich Sie dann zu gegebener Zeit noch einmal. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Reise. Zwangsbremsung. Da habe ich einmal nicht aufgepasst jetzt. Zugbeeinflussung. 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 Das war meine Schuld. Eine Zwangsanweisung schon kassiert. Da habe ich jetzt nicht aufgepasst, weil ich hier beschäftigt war. Egal, kann passieren.
So. Dürfen übrigens Sie fahren. 160. So. So, LZB, wunderbar, damit ist die PZB ausgeschaltet, beziehungsweise nicht mehr existent im Moment. Trotzdem weiß ich immer noch nicht, wo hier die Scheibenwischer angehen. Das nervt mich ein bisschen. Gibt's doch nicht. Na egal. Sie fahren. Egal, egal. So, 200. Wunderbar. Da bin ich ja mal gespannt, welcher Zwischenfall uns hier ereilen Sie wird. fahren. So, dann gleich 140. Aber da wird sich die LZB wohl dran halten. Hier steht auch noch jede Menge Rollmaterial rum. Wunderbar. So, bis Uelzen sind es noch gut 30 Kilometer. Bis Hannover 120. Sie fahren. So, das haben wir auch erledigt. Wunderschönes Wetter. So, jetzt fahren wir wieder einen kurzen Moment 160 bzw. 200, dann kommt wieder 160 Beschränkung. Wie gesagt, dieses Szenario gibt es bei der Firma JTG, Joint Together, zu kaufen und nennt sich ICE4 Fahrt Sie mit fahren. Zwischenfall. Also, bin echt gespannt, was da auf uns zukommt. Es war aus der Szenariobeschreibung nicht ersichtlich, was uns da erwarten wird. Es hieß nur, es wird den Fahrplan verändern. Insofern muss das schon etwas Größeres sein. Und ich weiß auch nicht, wann es auftaucht. Von daher bin da genauso, lass mich da genauso überraschen wie ihr.
fahr. So, da stehen noch ein paar N-Wagen zusammen mit einer 111 oder 143? 143. Aber ich denke, bis Uelzen wird es noch ohne Zwischenfall verlaufen und dann denke ich so ab Celle, auf dem Weg nach Celle hin oder auf dem Weg nach Hannover. Mal schauen, abwarten. Auf jeden Fall wunderschön, sehr viel KI-Verkehr, das freut mich. So muss es sein. So, wir haben jetzt noch gut... Ja, 18 Kilometer bis unserem ersten Halt, Uelzen. Und mal schauen, ob das Wetter bis dahin etwas besser wird. Ich wage es allerdings zu bezweifeln. Aber warten wir es einfach mal ab. Auf jeden Fall haben wir hier sehr oft Geschwindigkeitswechsel. Den kurzen Weg. Aber das ist mit Sicherheit auch dem Wetter geschuldet. Ihr wisst, Sifa, ne? Er macht's dreimal oder er sagt's dreimal. Danach ist Zwangsbremsung. Also das heißt, da muss man schon fix sein. Steht auch sehr viel Rollmaterial an der Seite in Form von Güterzügen, was mich wiederum sehr freut, weil es geht nichts über viel KI-Verkehr, viel Rollmaterial. Das zeichnet ein gutes Szenario aus, meine Begriffe. So, 10 Kilometer noch.
Sie fahr. So, gleich noch mal ein wenig schneller werden auf 200 für ein sehr kurzes Stück. Eigentlich sinnlos, da jetzt noch großartig zu beschleunigen, aber ich weiß nicht, ob das in echt so ist oder nur hier im Spiel, aber ich halte das für Blödsinn da jetzt irgendwie, weil das sind ja nicht mal mehr ein Kilometer jetzt. Bis zur nächsten Geschwindigkeitsbeschränkung. Macht eigentlich keinen Sinn, da jetzt großartig zu beschleunigen, aber der Zug tut's. Die LZB, aber die wird jetzt sofort wieder eingebremst. Was sag ich? Naja, es sind ja jetzt eh nur noch gut 6 Kilometer bis zum nächsten Stopp. So, wollte doch sagen, das geht doch an. Und kann man anscheinend nichts verändern. Schade. Naja, egal. Meine Damen und Herren, in wenigen Minuten erreichen wir Uelzen auf Gleis 101. Der Ausstieg befindet sich in Fahrtrichtung rechts. Wir verabschieden uns von allen Fahrgästen, welche uns hier in Uelzen verlassen, und wünschen Ihnen noch einen angenehmen Tag. Auf Wiedersehen. So. Das hätte man dann gleich soweit geschafft, fürs Erste. Zwangsbremsung. Sie fahr. So, öffne die Türen. Und schauen uns hier mal ein wenig um. Wenig übers Ziel hinausgeschossen, aber macht ja nichts.
Hier stehen noch zwei wunderschöne 143er. Information: Soeben ist die Meldung hereingekommen, dass ein liegen gebliebener ICE die Strecke nach Hannover zwischen Südburg und Unterluss blockiert. Fahre deshalb vorsichtig, um dann bei entsprechendem Signal kurz nach Südburg aufs Gegengleis zu wechseln, um den defekten ICE mit angepasster Geschwindigkeit zu überholen. Mit einer Verspätung ist nun leider zu rechnen. Ja, das wird dann wohl der angesprochene Zwischenfall sein. Aber nichtsdestotrotz werden wir natürlich unsere Fahrt fortsetzen. Ist ja ganz klar. So, Türen sind geschlossen. Das heißt, wir dürfen aufschalten. Was ein schreckliches Wetter. Meine Damen und Herren, wir begrüßen alle in Uelzen zugestiegenen Fahrgäste im ICE der Deutschen Bahn auf seiner Fahrt nach Hannover Hauptbahnhof. Unser nächster Halt ist dann Celle auf Gleis 6. Zu Ihren Anschlussmöglichkeiten werde ich Sie aber noch informieren. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Reise. Ja, eine sehr schöne, kurze Ansage, so wie es sein soll. So, und dann bin ich mal gespannt, wann die Stelle kommt mit dem defekten ICE, an dem wir mit angepasster Geschwindigkeit auf dem Nebengleis vorbeifahren sollen. So, und ihr seht es ja schon, 18:33 sollten wir ursprünglich in Celle ankommen. Daraus ist jetzt schon 18:37 geworden. Das heißt, das Szenario ist so an sich gar nicht mehr zu schaffen. Aber ihr habt ja am Anfang die Beschreibung mitgelesen. Das Szenario wird trotzdem als erfolgreich abgeschlossen gewertet. So, da kommen auch schon die entsprechenden 60. Ihr seht's. Ah ne, 160, da habe ich mich jetzt täuschen lassen. Aber die Stelle wird bald kommen. Süderburg und Unterluss oder Unterluss oder wie auch immer das heißt. Oh ja, da kommt was auf uns zu.
Da kommt was auf uns zu. Ihr seht's. Jetzt gehen wir nämlich voll in die Eisen. Jetzt kommt's auf uns zu. Zwangsbremsung, Zugbeeinflussung, Zugbeeinflussung. Was ist denn jetzt los? Zugbeeinflussung. Aha. Alles gut. So, da wird jetzt gleich rechts der ICE auftauchen, wahrscheinlich. Während wir uns hier mit 60 fortbewegen. Jetzt dürfen wir auf einmal wieder 200. Nun denn. Schauen wir mal, was passiert. Der Fahrplan ist im Eimer, aber das war ja vorher schon klar. So, 160, 200, naja, schauen wir mal. Das Rot ist klar. Da müsste jetzt gleich kurz nach dem Signal auch gleich der ICE auftauchen. Nochmal rot. Hoffentlich fliegt mir das jetzt nicht um die Ohren alles hier. Da ist der defekte ICE. So, bisher ist alles gut gegangen. Ich hoffe, das bleibt so. Aber wir werden ja auch gleich wahrscheinlich irgendwann mal wieder einen Gleiswechsel vornehmen. Wir werden ja jetzt nicht bis Zelle auf dem Gegengleis bleiben. Das kann ich mir nicht vorstellen.
finde, aber wenn das jetzt der Zwischenfall war, dann finde ich das sehr enttäuschend von JTG, weil das war jetzt ein bisschen, naja, ne? Ich habe es gedacht, da passiert irgendwas Großes, unser Zug bleibt stehen wegen einer Notbremsung oder wegen Personen auf dem Gleis oder irgendwie sowas. Aber dass wir das Gleis wechseln müssen, weil ein defekter ICE die Strecke blockiert, weiß ich nicht. Bin ich ein bisschen enttäuscht, muss ich ehrlich sagen. Wenn es das wirklich jetzt war, was man da als Zwischenfall bezeichnet. So, jetzt werden wir den Gleis wechseln, ist klar. Logisch. Ja, und dann werden wir unsere Fahrt wieder mit der gewohnten Reisegeschwindigkeit fortsetzen. Klar, logisch. Also ich hoffe, dass das jetzt nicht alles war, was da an Zwischenfall ja, was man da als Zwischenfall irgendwie bezeichnet, weil das finde ich dann doch etwas enttäuschend. So, jetzt wird wieder aufgeschalten, ist klar. So, da steht noch 155. Sie fahren. So, und der Fahrplan ist natürlich hinüber, klar. So, und somit sind es dann jetzt noch 27 Kilometer bis Celle. Wunderbar. Also ich hoffe ja, dass da noch irgendetwas kommt, was uns, was man noch irgendwie als Zwischenfall bezeichnen kann, weil das war mit Sicherheit nichts.
260. Martin Luther. Guck mal, das ist sogar das Quantify von dem. Wunderbar. Sehr, sehr schön. Oh, da kommt jetzt ein Ort, den wir durchfahren werden, der, glaube ich, jedem in Erinnerung sein dürfte, auf traurige Art und Weise. Ich sag nur 1997 ICE und Brückenpfeiler und Radsatz. Genau hier war es, an der Brücke. In Eschede. Eins der schlimmsten Zugunfälle, die es in der Vergangenheit überhaupt gab. Ich glaube, 101 Mensch sind da gestorben, weil ein Radsatz gebrochen ist und den ICE hat entgleisen lassen, so wollte ich sagen. Weil ein Teil vom Radsatz oder ein Teil vom ICE hat die Weiche umgestellt. Und der vordere Teil ist noch in die richtige Richtung gefahren und die hinteren Wagen sind dann durch die umgestellte Weiche entgleist, weil die natürlich in die andere Richtung wollten. Ja, und das zu allem Unglück ist der dann auch noch gegen den Brückenpfeiler geprallt und die Brücke ist zusammengestürzt und es war einfach nur schrecklich, was da passiert ist. Oder war es 99? Ich glaube, es war 99, oder? 97 oder 99, ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher. Es war auf jeden Fall sehr, sehr traurig und sehr, sehr schrecklich, was da passiert ist. Ich glaube, das kennt ihr alle, was da passiert ist. Ein sehr schwarzer oder ein rabenschwarzer Tag für die Bahn und für den ICE insgesamt, der ja da eigentlich das Zugpferd werden sollte. Und da passiert sowas. Durch einen gebrochenen Radsatz ist das Unglück ausgelöst worden. Ein sehr schreckliches Unglück, muss man wirklich an dieser Stelle sagen. So, und dann sind es noch 10 Kilometer bis zum nächsten Halt. Also wie der sich anhört, hat er gestoppt. Warum auch immer. War doch frei die Strecke. Oder vielleicht eine Zwangsbremsung oder ein Defekt oder ein anderes Problem. Wer weiß das schon. Auf jeden Fall hat er gestoppt. Der Gegenzug. Sie fahren. Aber bitte.
So, dann dürfte unser Zugbegleiter sich gleich wieder zu Wort melden. Meine Damen und Herren, in wenigen Minuten erreichen wir unseren nächsten Halt. Celle auf Gleis 6. Leider jedoch mit etwas Verspätung durch den liegen gebliebenen ICE, den wir bis gerade haben überholen müssen. Wir geben uns aber Mühe, diese natürlich wieder herauszuholen. Der Ausstieg befindet sich in Fahrtrichtung rechts. Wir verabschieden uns von allen Fahrgästen, welche uns hier in Celle verlassen, und wünschen Ihnen noch einen angenehmen Tag. Zu Ihren Anschlussmöglichkeiten achten Sie bitte auf die örtlichen Lautsprecherdurchsagen. Ja, da wurde es erwähnt, warum wir diese Verspätung jetzt innehaben. Aufgrund der Überholung des defekten ICEs können wir leider unseren angepeilten Fahrplan nicht mehr einhalten. Wir bitten um Verständnis. So, und dann versuchen wir doch jetzt mal ordentlich am Bahnsteig stehen zu bleiben. So, zu langsam wollen wir aber auch noch nicht werden. Stehen wir gleich vorm Bahnsteig. Das wäre auch scheiße. So, mal wieder ein bisschen bremsen. Das ist wirklich manchmal gar nicht so einfach, vor allem bei Regen, hier die richtige Stelle zum Bremsen zu finden, dass man auch ja nicht zu schnell oder zu spät steht. Das ist manchmal wirklich Übungssache. Aber ich glaube, so sieht es ganz gut aus. Sie fahren. Ja, doch, das sieht gut aus. Wunderbar, öffne die Türen. Und dann sehen wir uns hier mal ein bisschen um bei dem Schweinewetter. Aber hier tut sich jetzt gerade auch nicht so besonders viel. Nö. Nicht so wirklich. So, auf geht's. Nächste Station, Hannover Hauptbahnhof. Meine Damen und Herren, wir begrüßen alle in Celle zugestiegenen Fahrgäste in unserem ICE auf seiner Fahrt nach Hannover.
Unser nächster Halt ist dann auch Hannover. Zu der Ankunftszeit werde ich Sie gegebenenfalls noch einmal informieren, da wir aktuell leider mit etwas Verspätung durch einen liegengebliebenen Zug vor uns unterwegs sind. Wir wünschen Ihnen dennoch eine angenehme Reise mit der Deutschen Bahn. So, ihr seht's, ich habe ein X verpasst bekommen. Das gleiche werden wir in Hannover haben und es soll ja trotzdem als erfolgreich abgeschlossen sein. Da bin ich dann mal wirklich gespannt, ob das so weit kommt, weil das wäre sehr enttäuschend, wenn nicht. Schauen wir mal. So, dann hoffen wir mal, dass wir jetzt mal ein bisschen länger 200 fahren dürfen. Für die nächsten 37 Kilometer. So, der Regen wird uns wohl auch bis Hannover erhalten bleiben. Ich glaube nicht, dass der jetzt noch großartig nachlässt, aber dem ist dann halt so. Der Regen ist ja gar nicht so verkehrt bei den ganzen Waldbränden, die leider so herrschen in unserem Lande. Und da spreche ich jetzt nicht nur von der Sächsischen Schweiz, sondern seit vorgestern ja auch in Berlin. Im Grunewald, dort wo die Sprengmunition lagert, Munition aus dem Zweiten Weltkrieg und so weiter. Keine leichte Aufgabe für die Feuerwehr dort, dem Ganzen Herr zu werden. Das habt ihr mit Sicherheit schon in den Nachrichten gehört. Und dort wäre jetzt ein ergiebiger Landregen mit Sicherheit nicht schlecht, beziehungsweise eins der Heilmittel, die dort ja für Abhilfe sorgen könnten. Weil das ist mit Sicherheit eine sehr heikle Mission, da dem Ganzen Herr zu werden und das Feuer zu löschen, ohne sich dabei in Lebensgefahr zu begeben. Weil wenn dort Munition hochgeht oder irgendwelche Weltkriegsbomben und Munition, das ist mit Sicherheit lebensgefährlich und ja. Respekt an alle die, die sich dort im Einsatz befinden, an all die Feuerwehrleute, die dort ja seit 2 Tagen praktisch ununterbrochen versuchen, das Ganze in den Griff zu kriegen. Also meinen allergrößten Respekt. Der Bahnverkehr ist ja dort auch eingestellt an der Stelle. Die Autobahn ist, glaube ich, teilweise gesperrt. Ja, hoffen wir, dass das Ganze gut ausgeht. Dass da keine Verletzten oder gar Tote zu beklagen sind, weil das ist, glaube ich, das Letzte, was man will. Und auch in der Sächsischen Schweiz hoffe ich, dass es da schnell Besserung gibt, weil ja, das ist einfach nicht schön, wenn da alles niederbrennt. Ja, das haben wir nun mal leider jetzt selber verursacht, auf Deutsch gesagt, durch den Klimawandel. Durch diese extreme Dürre, durch diese extremen Hitzeperioden, die uns so in den letzten Tagen ja,
erreicht haben. Und wir haben es in der Hand, nur wir können es besser machen. Damit uns sowas in Zukunft erspart bleibt. Weil ich glaube, keiner findet es angenehm bei 40 Grad oder mehr. Oh, ein schöner Lockzug, sich da irgendwie draußen zu bewegen, großartig. Weil das ist einfach nur noch unerträglich. Jedenfalls finde ich das unerträglich. Weil es gibt auch Leute, die dabei arbeiten müssen. Es gibt Leute, die das einfach nicht vertragen können. Alte, Kranke und die Hetze generell nicht haben können. Und ja, wenn das da über einen längeren Zeitraum so herrscht mit 40 Grad plus, dann ist das einfach irgendwann nicht mehr schön. Klar, der Sommer ist schön. Warme Tage, schwimmen gehen und so, alles kein Problem. Für die Kids in den Sommerferien gibt es nichts Schöneres. Klar, kann ich verstehen. Aber es gibt eben auch Leute, die dabei arbeiten müssen. Es gibt Leute, die die Hitze nicht ertragen können. Und dafür ist das einfach dann nicht erstrebenswert, da irgendwie längere Zeit bei 40 Grad plus sich bewegen zu müssen. Von daher wäre das schon schön, wenn das mal wieder so ein Sommer wird. 25, 26 Grad. 27 lasse ich mir auch noch gefallen. Wo man sich einigermaßen draußen bewegen kann und auch schwimmen gehen kann, ohne gleich nach 5 Minuten wieder zu schwitzen. Ist jedenfalls meine Meinung. Wird mit Sicherheit Leute geben, die das anders sehen, aber das ist meine Meinung dazu. 40 Grad ist mir viel zu viel. Ist einfach so. Aber bitteschön. So, 160. So, dann sind es keine 20 Kilometer mehr bis zum Ende dieses Szenarios. Fahrt mit Zwischenfall. Gut, hätte ich das vorher gewusst, dass das der Zwischenfall ist, hätte ich mir ein anderes Szenario ausgesucht. Aber man kann es vorher nicht wissen. Oh, was steht denn da Schönes rum? Diese Lok mit Gaswagen, hätte ich schon fast gesagt, mit Kesselwagen, so heißt es. Kesselwagen, fiel mir doch gerade nicht ein, du. So, KI-Verkehr kann man nicht meckern, ist ordentlich vorhanden, alles gut, aber das mit dem Zwischenfall, das hätte man ein bisschen mehr ausbauen können, meiner Meinung nach. Warum die Züge alle stehen, ist mir auch nicht unbedingt begreiflich. Die Strecke ist doch frei, warum stehen die dann? Naja. Wird schon alles seinen Grund haben. So, mal kurzer Blick in die Passagierkabine, wo es reinregnet. DTG. Ach, sehr schön, oder? Wunderbar. Man sieht nicht viel wegen dem Regen, aber es ist doch ganz schön hier. Dürfte die erste Klasse sein, wenn ich mich nicht täusche. Oder? Das ist doch die erste Klasse. Ein schönes, kleines, ruhiges Abteil in der ersten Klasse, oder? Mit Sicherheit. Was sagt ihr? Ist das die erste Klasse? Ich kann es leider nicht sehen. Klärt mich in den Kommentaren auf. Was sagt ihr? Ist dies die erste Klasse? Bestimmt, oder?
Und ich glaube, Hannover Hauptbahnhof wird irgendwann auch nochmal eine Rolle spielen in einem meiner Spotting-Videos. Das werde ich einfach mal im Hinterkopf behalten. Und ich weiß nicht, ob ihr mein letztes Spotting-Video gesehen habt in Dortmund. Es war sehr schön an dem Tag, es war sehr schönes Wetter und hat mir richtig Spaß gemacht. Letzte Woche war ich da. Und Hannover Hauptbahnhof wird mit Sicherheit auch nochmal eine Rolle spielen in einem meiner nächsten Spotting-Videos. So, dann haben wir es gleich geschafft. 8, Kilometer. Sie fahr. So, 110. Wunderbar, das hat geklappt. Mhm. 40. Zugbeeinflussung. Zwangsbremsung, Zugbeeinflussung. Natürlich. Warum auch nicht? Zugbeeinflussung. So, LZB ist zu Ende. Das heißt, wir werden selber ein bisschen aufpassen müssen hier auf die Signale. So, das ist das unrühmliche Ende dieses Szenarios. Ihr seht's. Zug entgleist aufgrund von KI-Kollision. Das ist doch jetzt scheiße.
Aber ihr seht's, ich habe das nicht in der Hand gehabt. Es kam einfach so. Dieser spielbeendende Fehler. Ja, so ist das. Leider, ein Bug im Spiel, macht man nichts gegen. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen bis hierher. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Bleibt mir treu, bleibt gesund, passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Habt ein schönes Wochenende, habt noch einen schönen Samstag. Tut mir leid wegen diesem Ende, aber man steckt nicht drin. Ja, was soll ich noch sagen? Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, Servus und Tschüss. Euer der Danny Spieters. Bye. Bye.